Ihr wisst jetzt sicherlich, was ich ganz gerne in Minecraft mache. Richtig, Redstone. Und ihr könnt euch das sicherlich noch an den Adventskalender von vor 2 Jahren erinnern, der von 2020. Und im diesjährigen Adventskalender werde ich auch wieder Redstone-Sachen machen. Nur diesmal werde ich die Techniken verbessern und neue entwickeln. Also bleibt jetzt dran, um das letzte Türchen nicht zu verpassen. Und damit würde ich jetzt auch dieses Video beginnen. Oh ja, heute gibt es mal wieder ein weiteres Video und heute machen wir ein Wasserauffüllungsgerät, Maschine, keine Ahnung. Auf jeden Fall, alles was ihr hier habt, sind diese zwei Kisten. Ihr legt einmal in diese Kiste was rein, wie zum Beispiel irgendwelche Eimer oder irgendwelche Flaschen. Dann hört ihr ein sehr lautes Klicken, was ich vielleicht nochmal ein bisschen leiser machen könnte. Und dann füllt sich hier diese Kiste mit genau den Sachen, die ich da reingefüllt habe. Die Materialien sind auch gar nicht so viele. Alles, was man dafür braucht, sind einmal 4 Dropper. Dropper sind die, die diesen Schlitz haben. Dann braucht man einen Dispenser, das sind die mit diesem runden Ding. Dann braucht man 4 normale Kisten, die hier. Dann braucht man 2 Komparatoren, 6 Repeater, 8 Redstone, 2 Wassereimer, 5 Trichter, 1 Observer und irgendeinen Baublock. Fangen wir erstmal an und sagen erstmal, wo ist unsere Inputkiste und wo ist unsere Outputkiste. Wir sagen, das hier ist unsere Inputkiste, da legen wir unsere Sachen rein und hier ist die Outputkiste, da kommen unsere Sachen raus. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen was an Loch buddeln und zwar kommt nämlich unter die Kiste direkt ein Trichter. Dieser Trichter hier zieht nämlich diese ganzen Items hier einmal raus und diese Items werden dann in diesen Dropper reingepackt, diesen mit dem Schlitz. Dann machen wir hier einen Dispenser, das ist der mit dem runden Loch. Und jetzt machen wir uns hier ein bisschen was frei. So. Machen hier auch noch was frei. Denn hier machen wir uns nämlich unsere eigenen Blöcke hin. So. Denn hier kommt nämlich gleich das Wasser rein. Das machen wir aber erst gleich. Ich mache hier extra die eigenen Blöcke hin, dass falls ihr dann noch an eurer Redstone-Technik irgendwas umändert, dass ihr dann merkt, okay, diese Blöcke bloß nicht abbauen, weil sonst fließt das Wasser raus. Jetzt kommen wir zu der Technik, die erstmal diese Wassereimer befüllt. Das heißt, wir gehen hier einmal hinten an diesen Dropper dran, machen dann hier uns einmal wieder ein Loch, dass wir so 3x3 haben und hier diese eine Block wird dann gefüllt von diesem Dropper, machen uns dann hier unten nochmal einmal die Blöcke weg, damit wir nämlich dann direkt hier unsere eigenen Blöcke hin platzieren können. Fangen wir dann auch direkt schon an, machen hier einen Komparator hin, klicken dann einmal drauf, dass hier ein wunderbares Lämpchen leuchtet, machen hier einmal einen Redstone hin, hier einen Repeater in diese Richtung, machen dann hier 3 Redstone hin und gehen das dann wieder zurück. Somit haben wir jetzt hier schon mal eine Technik, die, wenn wir hier was reinlegen, dass das dann alles hier ausgekotzt wird. Super. Jetzt müssen wir diese ganzen Sachen wieder einsammeln und irgendwo hinbringen. Und wir wollen unsere Items, die befüllt wurden, hier zu dieser Kiste bringen. Das heißt, wir machen hier drunter einmal die Blöcke weg, und zwar 3 Blöcke tief. Dann machen wir einmal hier einen Dropper hin, machen noch einen Dropper dahin. Und dann machen wir da oben drauf auch nochmal einen Dropper, dass wir jetzt 3 Dropper hier aufeinander drauf haben. Jetzt machen wir uns hier mal kurz eine kleine Treppe nach oben, damit wir nämlich immer wieder hier raus können. Und graben uns einmal hier 2 Blöcke rein. Falls ihr es nicht ganz seht, das sind 2 Blöcke. Denn wenn wir jetzt nämlich hier einmal reingraben, haben wir direkt unser Loch. Jetzt machen wir hier diesen Block auch noch weg, damit wir nämlich was besser sehen können. Und jetzt machen wir 4 Trichter hin, und zwar einmal. Ihr müsst sneaken, also in dieser, nicht ganz normal stehen, sondern ihr müsst einmal so in die Beuge gehen. Und dann müsst ihr einmal an diesem Block da einen Trichter ransetzen, dass er auch wirklich in diesen Block da reinguckt. Dann müsst ihr einen Block noch, dann müsst ihr einen Trichter nochmal an diesen einen Trichter ransetzen, der auch wieder dahin guckt. Dann müssen wir auch nochmal einen Trichter hinsetzen und der guckt auch wieder da rein. Und dann hier auch nochmal einen Trichter, der auch wieder in diesen Trichter reinguckt. Jetzt machen wir diesen Block hier wieder hin, weil das soll nämlich zu sein, damit hier kein Wasser langläuft. Jetzt kommen wir zur Technik, die einmal wieder die ganzen Eimer oder Flaschen nach oben befördert. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal uns wieder ein kleines Loch hin. Also kleines relativ, das ist 3x3. Dann machen wir uns auch hier wieder einmal unsere eigenen Blöcke hin, dass falls ihr nämlich hier irgendwie was am Buddeln seid, dass ihr dann nicht aus Versehen eure Redstone-Technik kaputt macht. Jetzt machen wir hier einmal einen Komparator hin, das ist an der Seite, wo der Trichter ist. Dort klickt ihr dann einmal drauf, dann macht ihr hier einmal einen Redstone hin, hier einen Repeater, macht dann wieder 3 Redstone hin und dann hier wieder 2 Repeater einmal zurück.
Jetzt würden aber die Items in diesem Dropper hier stuck sein. Deswegen müssen wir jetzt nochmal ein Observer auf diesen Repeater draufsetzen und dann einen Block auf diesen Observer, damit nämlich hier ein Redstone-Signal nochmal durchgeleitet wird, damit dann nämlich die noch endlich bis nach oben geholt werden können. Das war's dann auch schon mit dieser Technik an sich. Jetzt müssen wir nur noch hier einmal unser Wasser reinfügen und hier auch unser Wasser. Und jetzt können wir das hier alles abdecken, denn die Technik ist so konzipiert, dass man nämlich auch ganz einfach hier alles abdecken kann und man wird nie irgendwas von der Technik sehen, man sieht nur diese zwei Kisten da oben. So, das schließen wir hier auch noch ab. Und wir sind fertig mit unserer Technik. Wir können hier unsere Items reinlegen, die werden befüllt, kommen hier wieder an. Und es wird sogar extra dann gedacht, dass falls ihr irgendwelche anderen Sachen hier reinpackt, wie zum Beispiel Blöcke oder eine Spitzhacke, so ganz aus Versehen, dann keine Sorge damit, das kommt hier alles wieder bei der Output-Kiste einfach raus. Genau. Und das war's dann auch schon mit diesem Video. Lasst gerne eine Bewertung da, damit ich nämlich sehen kann, ob euch dieses Video gefallen hat oder nicht. Schaut doch mal gerne auf meinem Kanal vorbei, denn dort gibt es nämlich noch mehr von diesen Adventskanal-Videos. Lasst auch gerne ein Abo da, dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann würde ich auch schon sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!